Am Montagnachmittag wurden zwei Menschen bei einer Explosion in Hasefeld schwer verletzt. Ermittler der Stader Polizei und Sachverständige des Instituts für Schadensforschung aus Kiel haben die Ruine am Mittwoch in Augenschein genommen. Zuvor mussten Baggerfahrer Teile des einsturzgefährdeten Daches abtragen. Ja, die Schadenssuche läuft so ab, dass wir zunächst erstmal versuchen müssen, in das Gebäude reinzukommen, also in den eingestürzten Teil. Und zwar auch so, dass die Kollegen, die dort dann reingehen, sich nicht in Gefahr begeben. Also das Gebäude ist ja halb eingestürzt auf der einen Ecke und jetzt muss erstmal das Obergeschoss abgetragen werden, damit die Decke frei wird, damit man diese Decke abstürzen kann und man dann in das Untergeschoss gehen kann, um dort weitere Untersuchungen durchzuführen. Wie es zur Explosion gekommen ist, ist noch unklar. Nein, also Hinweise gibt es bisher noch nicht. Naheliegend wäre irgendwie eine Gasverpuffung, aber das wissen wir noch nicht genau. Da müssen wir tatsächlich abwarten, was dann heute im Laufe des Tages die Untersuchung hergeben. Bereits am Donnerstag könne es laut Polizei erste Erkenntnisse geben.